Tierheimer Anna, eine Aktion des Tierschutzvereins für Gelsenkirchen. Und jetzt geht's los. Und da sind wir schon bei das Tierheim mal Annas, heute zu Antons großem Tag. Anton muss in die Tierklinik Anikura in Recklinghausen. Er bekommt ja die Kniescheibe operiert und was uns da erwartet, wir werden euch einiges zeigen. Die Ankunft, die Voruntersuchung, natürlich auch die Operation, aber auch das Aufwachen, die Nachuntersuchung. Wir haben uns Pauline schon dazu geholt. Pauline ist da, Anton ist da. Moin. Guten Morgen. Und ich glaube, Anton ist ein bisschen aufgeregt. Wir werden sehen. Hab ganz viel Spaß bei den Videos. Es sind drei Teile. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Schaut sie euch an und wir wollen sehen, was da so alles passiert. Ja, und da sind wir auch schon zurück bei das Tierheim mal Annas. Anikura Recklinghausen Tierklinik. Wir begleiten Anton auf seinem großen Tag. Wir werden jetzt reingehen und den Anton einmal anmelden. Mit Pauline gemeinsam einmal nach vorne. Danke. Genau 9 Kilo. Dann würde ich Sie bitten, so lange noch einmal draußen zu halten. Alles klar, warte. Ja, angemeldet muss der Anton dann noch ein bisschen draußen warten. Wird gleich abgeholt und dann geht's zur Voruntersuchung. Ja, und dann geht's auch schon los mit der Voruntersuchung. Wir sind gespannt und schauen einfach mal zu. So. Anton, sitz hin. Guck mal, sitz. Sitz hin. Oh, gut. Gut. Sitz hin. Aha. Einmal ein bisschen schneller noch. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Dann gehen wir jetzt rein und machen die Untersuchung. Ja, dann folgen wir jetzt einfach mal zur Untersuchung in der Klinik. Seid also weiterhin gespannt. Zu mir. Ja, er hat Probleme mit seiner Kniescheibe. Seit wann wissen Sie das? Ja, 2-3 Monate ungefähr. Und es wird immer schlimmer. Läuft er auch auf 3 Beinen? Das nicht so häufig. Er hat eher Probleme beim Kotabsatz. Okay. Und beim Aufstehen läuft er sich ein? Oder er läuft sich ab, genau. Läuft sich ein. Ja. Hat er schon Schmerzmedikamente dafür auch bekommen? Kurzzeitig, ja. Ich werde den Anton jetzt einmal untersuchen. Wir haben ihn ja schon laufen gesehen. Da war für mich jetzt nicht so wirklich was Auffälliges zu sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das Bein jetzt nochmal abtasten. Ja, ja? Sehr gerne. Gut. So, dann schauen wir mal. Genau. Okay, die Beuglein sind ein bisschen verklebt. Ne? Okay, also man merkt hier schon, die Kniescheibe ist instabil, etwas locker. Ja.
die Kniescheibe nach innen luxiert, das heißt, die lässt sich da auch wieder reindrücken, aber sie geht sofort wieder aus der Rinne. Und hier knirscht es auch schon ein bisschen, das heißt, wir haben wahrscheinlich ein längeres Problem. Wir hören den Anton jetzt ab, damit wir dann wissen, ob er narkosetauglich ist. Also das Herz hört sich normal an, ein bisschen aufgeregt ist er, ja, das ist normal, ja. Aber da wird es jetzt kein Problem geben, dass wir ihn in Narkose legen und die weitere Untersuchung der Kniescheibe betreffend dann auch machen. Ich zeige Ihnen einmal anhand des Kniepräparats, was die Problematik beim Anton ist. Diese Kniescheibeninstabilität ist ja häufig ein Problem von kleineren Rassen, hauptsächlich auch Chihuahua Terrier. Wir haben das meistens ein angeborenes Problem, dass wir eine zu flache Rinne sehen und hier verläuft die Kniescheibe mit ihrem Muskelapparat über die Sehne, wird die unten am Schienbein hier festgehalten. Und wenn jetzt die Rinne sehr flach ist, dann kippt die, so wie beim Anton jetzt hier, wenn das das rechte Knie ist, nach innen. Ja? Häufig sehen wir auch Fehlstellungen im Oberschenkel und im Unterschenkel. Und deswegen müssen wir, ich denke auch beim Anton jetzt, diesen Ansatz der Sehne nach außen ziehen, dass die Kniescheibe die Tendenz hat, nach außen zu wandern. Ja? Zusätzlich vertiefen wir das hier und haben somit zwei Dinge gleichzeitig, die uns das Knie und die Kniescheibe wieder stabilisieren. Ja, das heißt jetzt aber für uns erstmal in Narkose legen, dann nochmal eine Röntgenaufnahme, um zu sehen, ob da auch schon vielleicht arthrosebedingte Veränderungen sind. Und dann geht es weiter in Richtung Operation. Wie lange dauert die OP ungefähr? Es kommt darauf an, wir schauen natürlich die Kreuzbänder auch noch an, wenn da irgendwelche Probleme noch auftreten, kann man das in der gleichen Operation auch noch versorgen. Aber in der Regel dauert die Operation von Narkoseeinleitung, bis er wieder wach ist, circa eine Stunde. Okay, ja? Ja. Und Sie dürfen dann auch gerne bei der Narkose dabei sein. Das bieten wir immer an, weil ich immer finde, dass die Tiere ruhiger in Narkose gehen, wenn sie in einen Besitzer dabei haben, beziehungsweise eine Betreuungsperson. Ja, ja? Okay, sehr gerne. Gut, dann legen wir los. Ich bin gar nicht da. So, der Anton hat 9 Kilo. Genau 9 Kilo. Dafür haben wir jetzt die Narkose auch vorbereitet. Oh, wow. Wow. Guck mal. Der Frisurfuß. So, meine Assistentin hält noch das Beinchen. Die meisten Hunde mögen das an dem Pfötchen nicht sehr gerne. Das macht es ganz toll. Nicht erschrecken, das kennst du schon. Wir legen immer sehr viel Wert auf Hygiene, das heißt auch einen Venenzugang. So zu versorgen, dass nichts passieren kann. Das kennst du schon, das ist gar nicht schlimm. Es wird ein bisschen kalt. So ist es ein bisschen kühl. Gut, Schatz. Alles gut. Jetzt kommt gleich ein kleiner Peak. Genau. Und dann schläfst du ganz tief. Prima, mein Schatz. Pass auf, da kommt gleich der Peak. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Gar nicht. Oh, super. Super gut. Das war schon das Schlimmste jetzt. Klasse. Hier, ne? Oh,
Alles gut. Ja, ich weiß. So, meine Kollegin macht den Stau einmal auf. So, ist fein. Super gut. Guck mal, tapferes Kerlchen. Antoni, alles ist gut, mein Schatz. Alles ist gut, mein Schatz. Ganz super gut. Prima. Gut. Okay, so, das war der erste Streich, ne? Wow. Einmal kurz durchatmen. Prima. Nicht hingucken. Prima. Wir nehmen zuerst ein Schmerzmittel. Das ist natürlich eine Knochenoperation. Gut. Prima. Dann nochmal ein Muskelrelaxant. So, dann warten wir kurz erstmal. Und dann geht's in die Narkose. Wird schon müde. Wow. Es geht ganz schnell. Ja, der kleine Anton träumt jetzt vor sich hin, liegt in Narkose. Damit sind wir mit dem ersten Teil Anikura Recklinghausen auch schon durch. Und seid auf den zweiten gespannt. Bis dann.